بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine geehrten Geschwister, wir wollen inshallah ta'ala heute unsere Reihe fortsetzen über das Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Und wir hatten letzte Woche mit dem ersten Kapitel begonnen gehabt, nachdem wir zunächst einmal eine allgemeine Einleitung zu dem Thema hatten, Tazkir, und dann eine Einleitung zum Buch und zum Autor des Buches. Und bevor wir beginnen, inshallah, immer wieder mal ein, zwei Fragen, um zu gucken, was habt ihr noch behalten und um euch selbst zu prüfen, inshallah. Und zwar, und wir hatten natürlich dann letzte Woche uns mit was beschäftigt gehabt? Wir haben uns letzte Woche mit dem ersten Kapitel beschäftigt gehabt. Das war welches gewesen? Weiß das jemand? Al-Ilm, genau. Kitab al-Ilm. Es ging um das Wissen. Es ging um was? Es ging um das Wissen, genau, in diesem ersten Kapitel. Wer ist der Autor des Buches? Wer ist der Autor des Buches, welches wir gerade behandeln? Ibn Qudama al-Maqdisi. Ibn Qudama al-Maqdisi. Ja, Alhamdulillah. Korrekt. Ja? Er ist der Autor des Buches. Korrekt. In wie viele Hauptkapitel wurde das Buch unterteilt? Und welche sind das? Sehr wichtig, es ist so ein grober Überblick, das sollte man aber wissen, inshallah. In vier Teile. In vier Teile, welche sind das? Ibadat. Okay, das dann letzte, Munjiat, also rettende Sachen. Also, Ibadat, Nummer eins. Das ist ja das, womit wir gerade begonnen haben. Nummer zwei. Genau, Adat. Adat. Also was auch Mu'amalat sind sozusagen, aber Adat nennt er das. Und dann, also die Gewohnheiten, die ein Mensch hat, ja. Muhlikat. Die zerstörerischen Eigenschaften. Und dann, wie der Bruder gesagt hat, Munjiat. Und dann Munjiat, die Dinge, welche einen retten. Taib. Wir haben ja jetzt das erste Hauptkapitel, Al-Ibadat, richtig? Tamam. Und er beginnt aber das Kapitel mit dem Unterkapitel Al-Ilm, das Wissen. Und wir haben letzte Woche auch gesagt, warum er mit dem Wissen beginnt, obwohl es ja in diesem Kapitel eigentlich um was gehen sollte, um die Ibadat. Was ist der Grund, warum er mit dem Wissen beginnt? Fuma fi sheikh, fuma fi sheikh. Was ist der Grund, warum er mit dem Wissen beginnt, obwohl es doch um die Ibadat geht? Ja. Weil das Wissen um die Ibadat ja auch ein Grund dafür ist, dass sie akzeptiert werden. Oder dass man sie genau, das Wissen ist die Grundlage dafür, damit überhaupt meine Ibadat akzeptiert werden. Und deswegen hat er auch der Autor über was gesprochen? Der Autor, er hat über die Vorzüge des Wissens am Anfang gesprochen und aufgezeigt, welche Stellung die Gelehrten bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und dass der Vorzug eines Gelehrten, eines gelehrsamen Muslims gegenüber einem Muslim, der kein Wissen hat, der einfach nur seine Religion praktiziert, einem Abid, wie der Vorzug des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegenüber dem Untersten aus seiner Gemeinschaft ist. Also ein unglaublich riesiger Unterschied. Und deswegen hat der Autor sein Buch mit diesem Kapitel begonnen. Weil das Wissen ist die Grundlage für alles. Dann hatten wir über auch nochmal die Arten vom Wissen gesprochen gehabt. Und aufgezeigt an diesem schönen Hadith, dass es Wissen gibt, wo Leute nur Dinge memorieren, auswendig lernen, und Wissen gibt,
bei dem die Leute auch wirklich dann Nutzen daraus ziehen. Und das hat der Prophet auch verglichen mit was? Hat der Prophet auch verglichen mit unterschiedlichen Arten von Erde. Erde, die fruchtbar ist und wo dann auch Pflanzen aus der Erde sprießen, sobald Regen auf die Erde fällt. Und Erde, die unfruchtbar ist, aber die das Wasser aufbewahrt, sodass andere davon profitieren können. Und die dritte Form von Erde ist unfruchtbare Erde, in der das Wasser auch versickert, sodass niemand davon profitiert. Das heißt, weder haben sie selbst davon profitiert, noch haben sie andere davon profitieren lassen. Ebenfalls, das ist nur eine kurze Wiederholung, inshallah ta'ala, haben wir auch aufgezeigt, welche Art von Wissen eigentlich für einen Muslim verpflichtend ist. Und gesagt, dass es zwei Kategorien von Wissen gibt. Einmal das Wissen, was für jeden einzelnen Muslim verpflichtend ist. Und einmal das Wissen, was nicht für den einzelnen Muslim verpflichtend ist, sondern für das Kollektiv. Das ist der Nachwuchs, ja? Alhamdulillah. Was soll ich sagen? Der Sheikh Matars Tochter, ja? Alhamdulillah. Der wird irgendwann mal, mashallah, ja? Dann hier auch hier einen Vortrag halten. Inshallah ta'ala. Und dann wissen, was für das Kollektiv sozusagen dann verpflichtend ist. Und wie nennt man das? Es gibt sozusagen jeweils einen Begriff dafür. Was ist das Wissen, was für jeden Einzelnen verpflichtend ist? Wie nennt man dieses Wissen? Ja, Schwestern, ihr seid auch noch da. Ihr dürft auch antworten. Was ist das Wissen? Wie nennt man das Wissen, was für jeden einzelnen Muslim, für jedes Individuum verpflichtend ist? Wie nennt man dieses Wissen? Ja, nicht dazwischenrufen. Aber gut, du hast es gemacht. Fort ein. Barakallahu fik. Und wie nennt man das Wissen, welches für die Gemeinschaft verpflichtend ist, aber nicht für jeden Einzelnen? Fort Kifay. Gut, Bruder. Kannst du mir auch gleich ein Beispiel geben für Fort Kifay? Genau. Aber ein Beispiel zum Beispiel. Genau, in einem Dorf gibt es keinen Arzt. Dann braucht man jemanden, der die Leute behandelt. Also wird es Fard Kifaya für die Dorfbewohner, jemanden auszubilden zum Arzt. Wenn sie das nicht tun, dann haben sie die Pflicht gegenüber Allah nicht erfüllt. Oder ein Muslim stirbt, dann muss die Gemeinschaft dafür sorgen, dass er muslimisch bestattet wird. Wenn keiner das macht oder er wird nicht muslimisch bestattet, was ist dann? Dann haben wir alle auf uns eine Last genommen. Und das passiert häufiger übrigens, gerade hier in Berlin. Und in Deutschland passiert das häufiger. Da kommt irgendjemand, das Flüchtling, hat gar keine Familie, keine Angehörigen. Ja, da ist es die Pflicht der Gemeinschaft dann, das zu übernehmen. Weil sonst wird er einfach verbrannt. Ja, und wir haben unsere Pflicht als Muslime nicht erfüllt. Tamam. Dann haben wir noch sozusagen ebenfalls, das machen wir ganz kurz, inshallah, damit wir heute noch vorankommen, bi'iznillah, azzawajal, das ist nur noch mal eine kurze Wiederholung, inshallah. Auch noch mal das Wissen unterteilt, ja, oder aufgezeigt, dass es drei Arten von Handlungen gibt. Einmal, i'tiqad, also das sozusagen, was ich wissen muss, also was ich glaube, fi'l, Handlungen, und tark, Unterlassungen. Und ich muss als Muslim immer wissen, sozusagen das, was mich betrifft. Beim i'tiqad, was ich beim Glauben muss ich das mindeste Wissen haben über Allah, warum ich Muslim bin. Wenn es um Handlungen geht, kommt es darauf an, in welcher Situation ich bin, ab wann es eine Pflicht wird. Wenn ich beispielsweise Händler bin, muss ich wissen, was als Händler erlaubt ist und was verboten ist. Und wenn es um Unterlassung geht, ebenfalls. Wenn ich die Pubertät erreiche, muss ich spätestens dann wissen, dass Zina haram ist, als Beispiel. Ja, gerade wenn ich die Möglichkeit habe, Zina zu machen, muss ich wissen, dass es nach Haram ist. Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo Alkohol verbreitet ist, muss ich wissen als Muslim, dass Alkohol was? Konsum? Haram ist und dass ich das unterlassen muss. Das ist die Mindestanforderung, die jeder Muslim hat. Taib. Kommen wir jetzt inshallah ta'ala, nachdem wir jetzt nochmal so eine kurze Wiederholung gemacht haben, zu dem heutigen Teil. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem zweiten Teil vom Buch des Wissens. Wir haben das letzte Mal nicht zu Ende bekommen. Und jetzt hat er ein Kapitel über Ilm al-Mu'amala. Über Ilm al-Mu'amala. Das Wissen über die Mu'amala. Was heißt denn das Wort Mu'amala eigentlich? In die Arabisch können. Was bedeutet das denn? Mu'amala. Was bedeutet denn Mu'amala eigentlich? Das ist ein Begriff, der sehr wichtig ist, den man als Muslim kennen sollte.
menschlichen Beziehung? Ja, also die Beziehung zwischen zwei Seiten. Unabhängig davon, ob es zwischenmenschliche Beziehungen sind oder ob es die Beziehung beispielsweise des Muslims mit seinem Schöpfer ist. Al-Mu'amal. Ich kann auch Mu'amal gegenüber einem Tier haben zum Beispiel. Ja? Oder gegenüber der Natur als Beispiel. Es geht immer darum, dass es immer zwei Parteien gibt. Zwei Seiten. Und er spricht jetzt hier über dieses sogenannte Ilm al-Mu'amal und zeigt auf, was eigentlich damit gemeint ist. Und er sagt, aber und deswegen auch hat man im Fiqh dann Fiqh al-Mu'amalat, weil es hier um zwischenmenschliche dann so eine Beziehung geht. Und auf jeden Fall sagt er, فَأَمَّا عِلْمُ الْمُعَامَلَةِ وَهُوَ عِلْمُ أَحْوَالِ الْقَلْبِ. Was nun dieses Wissen über die Mu'amala betrifft, also das Verhaltens, wie ich mich eigentlich als Muslim verhalten sollte, so sagt er, hierbei handelt es sich um was? Um das Wissen der Herzen, oder des Herzens. كَالْخَوْف, wie Ehrfurcht gegenüber Allah. وَالرَّجَاء, Hoffnung. وَالرِّضَى, und Zufriedenheit, also mit Allah. والصدق und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, والإخلاص und Aufrichtigkeit, وغير ذلك und anderen Dingen. Und jetzt sagt er etwas sehr Wichtiges. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon gehabt und sind dann dort stehen geblieben. Und er sagt: فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء. Durch dieses Wissen sind die großen Gelehrten erhöht worden. Nochmal. Durch dieses Wissen, dieses wahrhaftige Wissen, das Wissen über die Zustände des Herzens, sind die großen Gelehrten, die wir heute kennen, erhöht worden. Das hat sie diese Stufen erreichen lassen. Und durch die Erfüllung dieses Wissens und Umsetzung dieses Wissens sind sie erst bekannt geworden und ihre Geschichten bekannt geworden. Und dann nennt er Beispiele. Und er sagt, كَسُفْيَانْ الثَّوْرِي, wie Imam Sufyan al-Thawri, Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i und Ahmad ibn Hanbal. Und hier ist ein ganz wichtiger Aspekt, meine lieben Geschwister. Viele denken, diese großen Gelehrten sind zu großen Gelehrten geworden, allein aufgrund ihres Wissens. Ist das so? Nein. Es gab viele Gelehrte in der islamischen Geschichte. Aber nicht alle haben diese Stellung erlangt. Allein das Wissen reicht nicht aus, um solche eine Stufe zu erreichen. Sondern ich muss dieses Wissen auch verinnerlichen und praktizieren. Und wenn wir uns deshalb die Biografien dieser großen Gelehrten anschauen, dann sehen wir, das sind Leute, die an sich gearbeitet haben. Das sind Leute, die wirklich gottesfürchtig gewesen sind. Sie haben nach Wissen gestrebt und sie haben Bücher verfasst und sie hatten Schüler gehabt. Aber sie waren auch gleichzeitig Vorbilder gewesen für ihre Schüler. Es gibt Professoren an der Universität, auch an islamischen Universitäten. Die unterrichten einfach. Die haben vielleicht wirklich viel theoretisches Wissen. Aber kein Mensch kennt sie. Warum? Weil die Schüler oder Studenten das Gefühl haben, das ist jemand, der einfach nur Wissen übermittelt. Nicht mehr und nicht weniger, aber er ist nicht wirklich ein Vorbild für mich, indem er dieses Wissen auch praktiziert und umsetzt und lebt. Wenn wir uns die Biografien von diesen Gelehrten, die er hier als Beispiele genannt hat, es gibt natürlich noch viel mehr, einfach mal anschauen, dann sehen wir, das sind alles Leute, die Allah hart geprüft hat. Und die durch ihre Ibadah, durch ihre Ehrfurcht gegenüber Allah, durch ihre Aufrichtigkeit, durch ihre Wahrhaftigkeit standhaft geblieben sind. Jeder von ihnen hat eine Mihna in seinem Leben gehabt. Was ist eine Mihna? Was bedeutet das Wort? Mihna ist ein sehr wichtiges Wort. Solltet ihr euch auch merken, dieses Wort. Es gibt so Begriffe, die wir immer wieder benutzen, die man sich einfach mal, man kann sich mal selbst so ein Glossar erstellen, auf einem Handy, einfach mal so wichtige Begriffe. Mihna. M-I-H-N-A. Was bedeutet das Wort Mihna? Ja. Die Tätigkeit? Tätigkeit? Nein, in diesem Zusammenhang nicht. Mihna. Leid? Ja, eine Art? Leistung. Was?
Ich verstehe nicht. Krise, Prüfung, ist eine Form von Prüfung. Und wenn wir uns anschauen, all diese Gelehrten hatten harte Prüfungen, in denen sie ausgesetzt gewesen waren. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sie auf ihre Aufrichtigkeit hin geprüft hat. Und deswegen, wer ist der von den genannten Gelehrten, die ich gerade genannt habe, der wohl bekannteste für eine Mihne? Oder wessen Mihne ist die wohl bekannteste von diesen Gelehrten, die wir gerade genannt haben? Ahmed ibn Hanbal, man sagt ja auch seine Mihne. Mihne der Imam Ahmed. Man sagt auch einfach nur Al-Mihne. Ja, subhanallah. Und erst dadurch ist er zu dem Gelehrten von Ahl al-Sunnah oder Jama'ah geworden. Weil er standhaft geblieben ist, das umgesetzt hat, das Wissen. Und das muss uns klar sein, meine lieben Geschwister. Es geht nicht darum, viel Wissen zu haben. Es ist natürlich schön, wenn man viel Wissen hat. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Sondern es geht darum, dieses Wissen zu leben. Dieses Wissen in deinem Leben umzusetzen. Und umso mehr Wissen du hast, desto mehr Verantwortung trägst du. Sowohl in der Dunya als auch im Akhira. Allah Ta'ala, er wird dich nämlich nach allem befragen. Und das müssen wir verstehen. Und deswegen sagt er auch direkt danach, und ich zitiere das einfach jetzt mal wortwörtlich, weil das so wichtig ist. وَإِنَّمَا إِنْحَطَّتْ رُتْبَةُ الْمُسَمِّينَ بِالْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ عَنْ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ لِتَشَغُلِهِمْ بِصُورَةِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ عَلَى النَّفْسِ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى حَقَائِقِهِ وَتَعْمَلَ بِخَفَايَا. Die Stellung derjenigen, die als Rechtsgelehrte und Gelehrte bezeichnet werden, ist deshalb gesunken, da sie sich mit der äußeren Gestalt des Wissens beschäftigt haben. Surat al-Ilm. Die dachten, es geht um das Wissen selbst. Und deswegen haben sie nur an sozusagen der Oberfläche gekratzt, nicht mehr und nicht weniger, haben aber nicht verstanden, worum es wirklich geht. Und ihren Nefs nicht dazu gebracht haben, zu seinen Wahrheiten, an den Wahrheiten des Wissens zu gelangen und seine geheimen Aspekte zu praktizieren. Subhanallah. Und das ist unglaublich wichtig. Jedes Mal, wenn du, liebe Schwester, du, lieber Bruder, an einer Sitzung teilnimmst oder auch einen Vortrag hörst im Internet, dann solltest du das immer mit einer Absicht machen. Ich möchte das, was ich höre, auch wirklich praktizieren. Ich möchte das, was ich höre, auch wirklich praktizieren. Und sei dir sicher, Allah Ta'ala, er wird dich in eine Situation bringen, wo du dieses Wissen dann anwenden kannst. Und es ist dann deine Prüfung, deine Mihna, ob du das umsetzt oder nicht umsetzt. Sei dir dessen sicher. Das ist ein Vortrag, weiß ich nicht, über Sabr als Beispiel. Geduld. Sei dir sicher, es wird eine Zeit kommen, wo deine Geduld geprüft wird. Du hörst einen Vortrag über Vergebung. Dass man vergeben soll, dass man auf den anderen zugehen soll. Sei dir sicher, es wird eine Situation kommen, wo Allah dich prüfen wird, ob du bereit bist, wirklich zu vergeben oder ob es einfach nur Theorie ist. Nicht mehr und nicht weniger. Wir wollen was? Das wirklich verinnerlichen. Das ist es, worauf es ankommt. Subhanallah. Ja, so wichtige Worte. So wichtige Worte. Und jetzt ist es wichtig, dass wir nochmal den nächsten Absatz auch nur kurz zusammenfassen. Und dann sagt er in den nächsten Absatz, der auch dazu gehört, dass manche Gelehrte, وَتَجِدْ الْفَقِيْهِ يَتَكَلَّمْ فِي الظِّهَارِ وَالْلِعَانِ وَرَمِي und so weiter und so fort. So einige Gelehrte, er spricht jetzt über die Gelehrten. Ja, der spricht dann über also Sachen aus dem islamischen Recht. Ja, und beschäftigt sich jahrelang, sein Leben lang nur mit diesen Dingen. Aber er hat sich nie beschäftigt mit Themen wie Ikhlas oder Riya, Augendienerei oder anderen wichtigen Themen. Und dann sagt er, und wenn du ihn danach fragst, warum er das nicht tut, hat er keine Antwort darauf. Und warum, wenn du ihn danach fragst, warum er sich dann mit diesen Nebenfragen beschäftigt und sich darauf spezialisiert, sagt er, das ist Fard Kifaya, was wir gerade genannt haben. Eine kollektive Pflicht. Aber, und dann sagt er etwas ganz Wichtiges. وَلَكِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ أَنِّ الْحِسَابَ فَرُضُ كِفَايَةٍ أَيْضًا فَلَا تَشَاغُلَ فَهَلَّا تَشَاغَلَ بِهِ وَإِنَّمَا تَبَهْرَجَ عَلَيْهِ النَّفْسِ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ يَحْصُلُ بِالْمُنَظَرَةِ لَا بِالْحِسَابِ. Wenn du ihnen dann sagen würdest, okay, Mathematik zu studieren, ist ebenfalls Fard Kifaya.
Ja, aber das ist nicht das, was er will. Warum? Weil damit kann er nicht Debatten führen und sich als großer Gelehrter dann zur Schau stellen in seiner Zeit, wo er gelebt hat. Subhanallah. Was lernen wir daraus? Was sehr wichtig ist, meine lieben Geschwister. Und zwar, wir lernen daraus Nummer eins, dass ich als Muslim immer Prioritäten setzen muss in meinem Leben. Mein Leben ist knapp und kurz. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Jahren, die ich auf dieser Erde verbringen werde. Und da stellt sich natürlich die Frage, womit verbringe ich dann diese Jahre? Und mit was beschäftige ich mich? Jeder von uns sollte etwas lernen, einen Beruf erlernen, etc., sich darauf spezialisieren. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, etwas Gutes. Aber was niemals geschehen darf, ist, dass du das unterlässt, was für dich fortein ist. Dein Spezialgebiet, dein Fachgebiet, auf das du dich spezialisierst, ist fortgefeiert. Könnte theoretisch jemand anderes machen, oder? Aber, dass du dich innerlich reinigst, dass du weißt, was haram ist, was halal ist, dass du weißt, was eine Sünde ist, was keine Sünde ist, dass du weißt, wie du dein Herz reinigst von Augendienerei und von Heuchelei und von all den anderen Krankheiten, von Hass und Neid und all diesen Krankheiten, das ist nicht fortgefeiert, sondern das ist was? Das ist fortein. Das muss jeder wissen. Weil danach wird dich Allah Ta'ala am jüngsten Tag befragen. Allah wird dich nicht danach befragen, warst du ein guter Kfz-Mechaniker oder nicht. Allah wird dich nicht danach befragen, warst du ein guter Architekt oder nicht. Ich will damit gar nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Es ist sehr wichtig, dass wir Leute haben in all diesen Bereichen. Darum geht es nicht. Aber ich muss immer wissen, okay, was muss ich unbedingt für mich selbst wissen? Damit ich meiner Verantwortung als Mensch gerecht werde und am jüngsten Tag dann auch Antwort geben kann, wenn ich gefragt werde, womit ich mein Leben verbracht habe. Und was ist wichtig für meinen Alltag, ja, damit ich dann auch erfolgreich in der Dunya bin. Ich muss Prioritäten lernen zu setzen. Und wenn ich die ganze Zeit nur mit Arbeit beschäftigt bin oder mit einer Sache und diese Dinge, die für mich fortein sind, die für mich eine individuelle Pflicht sind, vernachlässige, dann läuft etwas schief. Dann läuft etwas schief in meinem Leben. Dann hat mich die Dunya aufgefressen. Und dann werde ich mein Ziel niemals erreichen. Und darüber muss ich mir im Klaren sein. Jetzt geht der Autor auf etwas sehr, sehr Wichtiges ein. Und zwar sagt er, ein Grundproblem dafür, dass das überhaupt so geschehen ist mit den Gelehrten, ist Folgendes. Und zwar, dass sie die Bedeutung bestimmter islamischer Begriffe verändert haben. Und er nennt fünf Beispiele hierfür. Und zwar sagt er, وَعْلَمْ أَنَّهُ بُدِّلَتْ أَلْفَاظٌ وَحُرِّفَتْ. Wisse, dass bestimmte Begriffe verändert wurden und in ihrer Bedeutung verfälscht wurden. نُقِلَتْ إِلَى مَعَانٍ لَمْ يَوْرِدْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ. Diese Begriffe wurden dann so umgedeutet, dass es nicht mehr dem entspricht, was eigentlich die früheren ersten Generationen damit gewollt haben. Und er nennt jetzt fünf Beispiele. Das erste Beispiel, was er nennt, ist das Beispiel Al-Fiqh. Was? Al-Fiqh, der Begriff Al-Fiqh. Was heißt erstmal Al-Fiqh sprachlich gesehen? Was heißt Al-Fiqh sprachlich gesehen? Verständnis. Was verstehen wir heutzutage über Fiqh, unter Fiqh? Wenn wir heute sagen, Fiqh, ich studiere Fiqh, was verstehen wir darunter? Ganz einfach gesagt, ohne jetzt große Definitionen oder so. Ja. Islamisches Recht, das verstehen wir darunter. Wie ich bete, wie ich faste, etc., Kaufverträge, alles, was dazu gehört. Aber ist das die Bedeutung von Fiqh, wie die ersten Generationen sie verstanden haben? Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Abdullah ibn Abbas gesagt hat, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. O Allah, bringe ihm die Deutung der Worte Allahs bei und gib ihm Fiqh in der Religion. Was meinte der Prophet damit? Meinte er damit dieses Äußere einfach nur in Rechtswissenschaften, islamisches Recht, oder meinte er damit Fiqh in einem viel weiteren Sinne? Nämlich, dass er die Religion versteht und dass er sie auch verinnerlicht. Weil das sind die wahren Fuqaha. Der wahre Faqih ist derjenige, der versteht, wie er zu Allah gelangen kann. Ich kann noch so viel Wissen haben, wenn ich nicht verstehe, wie ich zu Allah gelange, dann habe ich kein Fiqh. Ich kann noch so viele Hadithe auswendig können.
den gesamten Koran auswendig können. Wenn mir aber das alles nichts bringt und ich die ganze Zeit nur versuche, mit Leuten zu diskutieren und Debatten zu führen über belanglose Dinge, dann habe ich kein Fiqh. Dann habe ich kein Fiqh. Wenn ich ein bisschen was gelernt habe und dann anfange, leichtfertig eine Fatwa zu erteilen auf TikTok innerhalb von 10 Sekunden, ohne den Leuten etwas zu erklären, was eigentlich überhaupt damit gemeint ist, einfach nur um Klicks zu bekommen, dann habe ich kein Fiqh. Kann ich noch so viel Hadithe auswendig können? Kann ich noch so einen langen Bart haben? Bei noch so vielen Gelehrten studiert haben? Das bringt dir alles nichts. Dann hast du kein Fiqh. Das ist einfach so. Kannst du noch so viele Leute haben, die klatschen? Allah wird dich am jüngsten Tag dafür zur Rechenschaft ziehen. Weil jedes Wort, was aus deinem Mund kommt, dafür musst du Rechenschaft ablegen. Insbesondere, wenn es um die Religion geht. Der zweite Begriff, der verändert wurde in seiner Bedeutung, ist der Begriff Al-Ilm, das Wissen. Und er sagt, ja, früher, in der ersten Generation, hat man unter Ilm was verstanden. Und zwar sagt er, Al-Ilmu billahi ta'ala wa bi ayatihi. Das Wissen über Allah und über die Zeichen Allahs. Wa af'alihi fi ibadihi. Und das Handeln Allahs in Bezug auf seine Geschöpfe. Das Wissen, was mich Allah näher bringt. Aber was haben sie daraus gemacht? فَخَصُّوهُ وَسَمَّوْ بِهِ الْغَالِبِ الْمُنَاظِرِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّفْسِيرِ وَالْأَخْبَارِ. Was haben sie gemacht? Sie haben es umgeändert. Haben daraus jemanden gemacht, der gut diskutieren kann, in Debatten gut besteht, aber in Wirklichkeit keine Ahnung hat über den Koran und über die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann der dritte Begriff, den sie verändert haben in seiner Bedeutung. At-Tawhid. Tawhid bedeutet Ein-Gott-Glaube, Monotheismus. Und was haben die ersten Generationen unter diesem Begriff verstanden? Die ersten Generationen haben unter diesem Begriff verstanden, dass man die Dinge so sieht, wie Allah Ta'ala sie sieht. Subhanallah. Dass man die Dinge so sieht, wie Allah Ta'ala sie sieht. وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَىٰ أَنْ تَرَى الْأُمُورَ كُلَّهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رُؤْيَةً تَقْطَعُ الْإِلْتِفَاتَ إِلَىٰ الْأَسْبَابِ يَا سَلَامٍ. Tauhid, der wahre Tauhid war was? Dass du die Dinge so siehst, dass du weißt, ah, es gibt kein anderes Mittel als Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und in allem, was ich tue, stütze ich mich auf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was hat wozu geführt? Es hat zu Eigenschaften geführt, wie Tawakkul, Vertrauen in Allah, Warrida und die Zufriedenheit über Allah subhanahu wa ta'ala. Und was haben sie daraus gemacht? Sie haben daraus was getan? وَقَدْ جَعَلَ الْآنَ عِبَارَ وَجُعِلَ الْآنَ عِبَارَ عَنْ صِنَاعَةَ الْكَلَامِ فِي الْأُصُولِ. Und sie haben daraus was gemacht? Einfach nur irgendwelche sozusagen Worte in sozusagen bestimmten Wissenschaften, die sich aber nicht wirklich Allah subhanahu wa ta'ala weiterbringen. Ja? Dann ebenfalls Al-Hikma, ja, der vierte Begriff. Und Al-Hikma ist eigentlich ursprünglich die Weisheit, das Wissen und dass ich mich an dieses Wissen halte. Und deswegen sagt auch Ibn Qutayba, ist ein Gelehrter, er sagt, لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. Sehr wichtig. Ein Mensch ist erst dann weise, wenn er was tut, wenn er das Wissen mit dem Handeln verbindet. Daraus entsteht Weisheit, subhanallah. Jemand, der aber einfach nur herumphilosophiert, ist ein Philosoph, aber er ist nicht wirklich weise. Er ist nicht wirklich weise. Und dann sagt er, وَقَدْ صَارَ هَذَا الْإِسْمُ يُطْلَقُ فِي هَذَا الزَّمَانِ عَلَى الطَّبِيبِ وَالْمُنَجِّمِ. Er nimmt ein Beispiel aus seiner Zeit. Und dieser Begriff ist heutzutage was? Ein Begriff für einen Arzt. Oder einen Munajjim, jemand, der sozusagen Astrologie betreibt. Astrologie betreibt. Ja, das ist das sozusagen. Heute sagt man auch im Arabischen was? Hakim, Arzt, oder? Kennt ihr? In manchen Dialekten sagt man Rahil Hakim, ich gehe zum Arzt. Ja, er sagt, der eigentliche Hakim ist derjenige, der sein Wissen praktiziert. Ja, und der dadurch dann auch die Weisheit erlangt. Subhanallah. Nachdem er jetzt über diese Begriffe besprochen hat, ja, geht jetzt Ibn Qudama al-Maqdisi noch auf eine wichtige Sache ein. Und zwar, er spricht jetzt von den Arten des gelobten Wissens. Al-Ilm al-Mahmud. Was ist überhaupt gelobtes Wissen?
Und er sagt, es unterteilt sich nochmal in zwei Kategorien. Einmal gelobtes Wissen, was in jeder Hinsicht gelobt ist, also in jeder Hinsicht gutes Wissen ist, wovon du eigentlich nie genug bekommen kannst. Und das ist welches Wissen? Das ist das Wissen, ja, über Allah und die Eigenschaften Allahs und die Handlungen Allahs. Und das Wissen über das Akhira, das heißt über das Jenseits. Das ist sozusagen das Wissen, was in jeder Hinsicht gut ist und in jeder Hinsicht gelobt ist. Warum? Weil dieses Wissen wird dich wirklich zu Allah führen. Und das wird dazu führen, dass du Glückseligkeit, Sa'ade erlangen wirst in der Dunya, im diesseitigen Leben und im jenseitigen Leben. Und dann, sagt er, gibt es Wissen, ja, was sozusagen nur in einem bestimmten Rahmen dann auch gelobt ist. Ja? Und dann meint er sozusagen, das gilt dann auch insbesondere für die Dinge, über die wir gesprochen haben, im Bereich der Fortkifaya. Im Bereich des was? Fortkifaya. Ja, in einem bestimmten Bereich. Wir brauchen Leute, und die sollte sich darauf konzentrieren, aber dieses Wissen darf sich niemals abbringen vom Fortein-Wissen, nämlich von dem Wissen, was eine individuelle Pflicht ist für jeden anderen. Und nachdem er jetzt darüber gesprochen hat, ja, sagte er etwas ganz, ganz Wichtiges. Eine sehr, sehr wichtige Nasiha, die er in diesem Zusammenhang noch bringt. Ein sehr wichtiger Ratschlag. Und zwar sagt er, فَكُنْ أَحَدَ رَجُلَيْنُ. Sei einer von zwei Personen. فَكُنْ أَحَدَ رَجُلَيْنُ. Sei einer von zwei Personen. Okay. Und zwar sagt er, immer مَشْغُولًا بِنَفْسِكَ. Entweder bist du mit dir selbst beschäftigt, also im Sinne von selbst beschäftigt, dass du versuchst, dich zu entwickeln. وَإِمَّا مُتَفَرِّغًا لِغَيْرِكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ نَفْسِكَ. Oder, dass du dich um andere kümmerst, nachdem du dich um dich selbst gekümmert hast. Also, entweder bist du jemand, der lernt und versucht, sich zu reinigen und zu läutern. Oder du bist jemand, der, nachdem er sich selbst gereinigt hat und geläutert hat, das anderen beibringt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Beste unter den Menschen wer ist? خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. Der Beste ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Also eins von beiden. Ja, also ich muss erstmal selbst lernen. Und wenn ich dann kann, dann sollte ich derjenige sein, der es lehrt. So wichtig. Eine wichtige Nasiha, die wir für unser Leben brauchen. Versuch dir, nützliches Wissen anzueignen. Versuch dieses Wissen umzusetzen und versuch dieses Wissen dann weiterzugeben. Das ist das Beste, was du überhaupt machen kannst. Und du sollst immer auch überlegen, wie kann ich anderen Menschen Nutzen bringen. Weil das ist das, was dich zu Allah subhanahu wa ta'ala dann auch führt. Und jetzt spricht der Autor noch über was? Er spricht über einen Gelehrten, dem sein Wissen nichts gebracht hat. Und das ist sehr gefährlich. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er hat einen bekannten Dua. Und in diesem Dua sucht er Zuflucht vor einer Sache. Und zwar sagt er sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, was keinen Nutzen hat. Wissen, was mich nicht in meinem Leben weiterbringt. Und mal Hand aufs Herz. Wie viel Zeit verschwenden wir heutzutage in den Zeiten von TikTok und Instagram mit Wissen, was keinen Nutzen hat? Im Gegenteil, was sogar noch schädlich ist, weil wir häufig Dinge sehen, die man eigentlich als Muslim und als Muslimin nicht sehen sollte. Und ich will mich da gar nicht ausschließen. Ich will mich da gar nicht ausschließen. Wie viele Reels schauen wir uns täglich an, von denen wir eigentlich überhaupt nichts haben? Da siehst du jemanden, der kocht leckere Speise und isst sie dann vor dir. Super. Da hatte ich mal ein Rezept oder so, einfach nur der isst. Dann siehst du jemand anderen, der, keine Ahnung, isst irgendwas anderes. Ja? Der andere isst dann sehr schnell, der andere isst sehr langsam. Und jemand springt von der Klippe, jemand macht. Und am Ende ist es schön, ist gute Ablenkung. Aber mal ganz ehrlich, wenn du dich dann fragst, so nach zwei Stunden, nachdem du zwei Stunden einfach so damit verschwendet hast, was habe ich eigentlich gelernt? Dann werde ich sehr schnell merken, ich habe gar nichts gelernt. Rein gar nichts. Und das ist eine Sache, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Ich weiß, das ist eine große Versuchung. Und ich weiß, man lässt sich sehr, sehr schnell darauf ein.
Aber ich muss mir immer auch die Frage stellen, gut, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit? Und was möchte ich anderen beibringen, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, selbst etwas zu lernen? Wir leben in einer Zeit, meine lieben Geschwister im Islam, der Chancen und der Versuchungen. Es ist eine Zeit, in der wir leben, der Chancen und der Versuchungen. Es gab noch nie eine Zeit, wo du so leicht als Mensch an Wissen gelangen konntest, wie unsere heutige Zeit. Du kannst dir die größte Bibliothek der Welt einfach auf deinem Laptop aufbauen. Du brauchst nur eine große Festplatte, das ist alles. Die größte Bibliothek der Welt. Menschen mussten damals Monate reisen, um nur an eines dieser Bücher zu gelangen. Monate. Mussten Unmengen an Geld bezahlen, um ein Buch zu erlangen. Du kannst sie einfach kostenlos downloaden mittlerweile. Gerade bei arabischen Büchern ist es mittlerweile so, wirklich ganz, kriegst du alles kostenlos. Einfach so mit einem Klick, subhanallah. Musst nicht mehr zahlen dafür. Und selbst wenn du zahlen musst, okay, dann zahlst du eben. Aber am Ende, du kommst mit einem Klick heran. Es gab noch nie eine Zeit mit so vielen Chancen zu lernen. Es gab noch nie eine Zeit, wo du so viele Gelehrte an einem Fleck hattest. Einfach auf deinem Bildschirm. Du kannst jedes Wissen lernen. Jedes Wissen ohne Ausnahme. Du musst dir nur die Zeit dafür nehmen, das ist alles. Aber es gab gleichzeitig auch nie eine Zeit, wo man so abgelenkt wurde wie in unserer heutigen Zeit. Weil die Versuchung ist groß, einfach mal das Fenster zu wechseln und sich mal kurz mit etwas anderem zu beschäftigen. Wenn du dein Handy in der Hand hast, ist die Versuchung groß, dass wenn du dann eine Push-Nachricht siehst, dass du mal kurz sozusagen unterbrichst und dann plötzlich wieder mit deinen WhatsApp-Nachrichten oder mit deinen E-Mails beschäftigt bist. Oder mit dem neuesten YouTube-Video von deinem Lieblings-YouTube-Kanal. Also wir sehen, subhanallah, ist eine merkwürdige Zeit. Eine Zeit der Chancen, aber auch eine Zeit der Versuchungen. Und die Frage ist nur die, was machst du daraus? Das ist das, worum es geht, nicht mehr und nicht weniger. Ergreifst du diese Chance und nimmst du dich in Schutz vor diesen Versuchungen, wirst du erfolgreich sein. Und das verspreche ich dir jetzt schon. Jeder, der hier sitzt, besitzt die Fähigkeit, Großes zu erreichen im Bereich des Wissens. Wir reden jetzt über das Wissen. Das ist unser Thema heute. Jeder, der hier sitzt, könnte ein Hafiz sein. Jeder. Auch gerade in dieser Moschee, Alhamdulillah, wir haben hier so viele Lehrer, die unterrichten. Jeder, der wollen würde, könnte ein Hafiz werden. Es ist nur die Frage, ja, bin ich bereit, meine Zeit zu investieren oder nicht? Oder lasse ich mich zu sehr ablenken von den Dingen, die mich ablenken? Man muss sich jetzt mal vor Augen halten. Wenn ich jeden Tag 2 Stunden nehmen würde und etwas lernen würde, 2 Stunden jeden Tag, von diesen 2 Stunden, die ich ohnehin mit meinem Handy verbringe und mit unnützem Wissen, für nützliches Wissen, wie viele Stunden wären das im Monat? Das wären 60 Stunden im Monat. Ich meine, wenn ich studiere, dann habe ich in der Regel einmal in der Woche was? Ein Blog-Seminar, oder? 1,5 Stunden. Einmal in der Woche. Schau mal, subhanallah. Dann verlangt man von mir, weiß ich nicht noch, wie viele Stunden, die ich lernen muss. Und ich habe ein Studium. Und dann stell dir mal vor, du beschäftigst dich jeden Tag 2 Stunden lang mit einer Wissenschaft. Dann wirst du zum Professor. Ob du es willst oder nicht, du kannst gar nicht anders. Du wirst irgendwann einmal zum Experten in diesem Bereich. Wenn du das über mehrere Monate durchziehen würdest, du würdest zum Experten in diesem Bereich werden. Es geht gar nicht anders. Und die Chance, sie ist vorhanden. Wir müssen es nur nutzen, subhanallah. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, damit wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesem Gelehrten, der von seinem Wissen keinen Nutzen sieht, er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. Der Mensch, der am jüngsten Tag am allerhärtesten bestraft wird, ist ein Gelehrter, der keinen Nutzen aus seinem Wissen zieht. La ilaha illallah. Der keinen Nutzen aus seinem Wissen zieht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, ya Rabbil Alamin. Amin. Jetzt schließt er das Kapitel ab. Und zwar, er schließt das Kapitel ab mit einigen sogenannten Adab. Was sind Adab? Adab sind Verhaltensregeln, sind Etiketten. Wie sich eigentlich ein Gelehrter und ein Lehrer zu verhalten haben. Und er nennt hier einige Dinge, die wichtig sind. Und ich werde jetzt nicht alles erwähnen.
einfach aus zeitlichen Gründen, insha'Allah ta'ala. Aber einige Dinge, die sehr wichtig sind, zunächst erst einmal für die Gelehrten. Und zwar sagt er, eine der Verhaltensregeln eines Gelehrten sollte folgende sein, und zwar, dass er sich nicht unter die Herrscher mischt. أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين عن من مخالطتهم. Gelehrte, welche zu viel mit der Politik zu tun haben, laufen Gefahr, dass sie nicht mehr die Wahrheit sprechen irgendwann einmal. Und dieses Problem gab es schon immer. Und dieses Problem gibt es auch heute. Wir haben heute sozusagen auch Leute, Gelehrte, welche man als Hofgelehrte bezeichnen kann. Welche immer das sagen, was der Herrscher hören möchte, nur damit sie Akzeptanz bekommen. Jetzt könnte man denken, okay, das bezieht sich nur auf die arabischen Länder, die islamischen Länder. Ist das so? Nein, auch hier. Du hast hier vielleicht keine Gelehrten, aber intellektuelle Muslime. Muslime, die auch vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, auch Imame teilweise. Welche immer mit dem Strom gehen. Wenn die Politik sagt, wir sind jetzt mal offen gegenüber der LGBTQ-Bewegung, dann sagen sie, wir müssen offen sein gegenüber der LGBTQ-Bewegung. Ihr wisst ja, was das ist, oder? Ich denke mal, die meisten wissen, was das ist. Ja? Und dementsprechend, sie sagen immer das, was die Politik hören möchte. Aber ist das das, was ein Gelehrter tun sollte? Oder hat nicht der Gelehrte die Aufgabe, dass er die Wahrheit spricht, selbst wenn es weh tut? Dass er den Finger in die Wunde tut, mit Hikma, mit Weisheit. Ja, mit Hikma, mit Weisheit. Selbst wenn es den anderen nicht gefällt. Und deswegen, subhanallah, aber sozusagen, es wird überliefert von Hudhayfa ibn Yaman, radiyallahu anhu, er sagte, Iyakum wa mawaqif al-fitan. Wehe euch und den Situationen, wo ich in eine Versuchung gerate. Dann sagten sie, und was ist das? Was sind diese Situationen? Ma hier, mawaqif al-fitan. Was sind die Situationen, wo ich in eine Versuchung geraten könnte? Dann sagte er, أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه الله أكبر. Jemand geht zu euch, sozusagen, er sagt, das sind die Türen der Fürsten, also zur damaligen Zeit. Fürsten war das gewesen, ein Emir, heutzutage würde man sagen, Politiker. Und dann sagt er, jemand von euch geht zu diesem Fürsten und bestätigt seine Lüge. Und sag über ihn etwas, was gar nicht stimmt, einfach nur um ihn zu loben, um ein bisschen Geld zu bekommen und anerkannt zu werden. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Und deswegen sollte sich der Muslim davor in Acht nehmen. Sa'id ibn Musayyib, er sagt, إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ يَغْشَ الْعُمَرَاء فَحْذَرُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لِصَّ Allahu Akbar. Wenn ihr einen Gelehrten seht, der immer wieder mit Fürsten zusammen ist, immer wieder mit der Herrscherklasse, dann nehmt euch vor ihm in Acht. Warum? Weil er ist ein Dieb. Er ist ein Dieb. Er versucht sozusagen, die Dunya zu erlangen durch sein Wissen. Er ist ein Dieb. Er neigt dazu, vielleicht auch die Unwahrheit zu sagen. Das haben wir, subhanallah, in jeder Zeit gehabt und haben wir auch in unserer heutigen Zeit. Sehr deutliche Beispiele. Ebenfalls eine sehr wichtige Eigenschaft für einen Gelehrten ist welche? Er sagt, وَمِن صِفَاتِ عُلَمَاءِ الْآخِرَةِ und zu den Eigenschaften der Gelehrten des Jenseits. أَلَّا يَتَسَرَّعُ إِلَى الْفَتْوَى وَأَلَّا يُفْتُوا إِلَّا بِمَا يَتَيَقَّنُونَ صِحَّتَهُ Allahu Akbar. Er spricht hier über wen? Über Gelehrte. Er spricht nicht über einen einfachen Muslim, über Gelehrte, die ausgebildet sind. Und er sagt, zu ihren Eigenschaften gehört was? Dass sie sich niemals beeilen mit einer Fatwa. Also niemals voreilig eine Fatwa aussprechen, einen Rechtsspruch. Und dass sie nur dann einen Rechtsspruch, eine Fatwa aussprechen, wenn sie sich absolut sicher sind, dass es richtig und korrekt ist. Und jetzt stell dir mal vor, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, nochmal das Thema, was wir vorhin hatten mit TikTok-Muftis. Stell dir mal vor, jemand beantwortet einfach jetzt eine Fatwa nach der anderen, ohne zu überlegen. Einfach direkt schwierige, komplexe Angelegenheiten mit einem einzigen Wort, Haram.
Stell dir das mal vor, ohne lange darüber nachgedacht zu haben. Einfach haram, halal. Innerhalb von wenigen Sekunden. Ich sage gar nicht, dass es nicht möglich ist. Man kann das auch machen, wenn man es vernünftig macht. Man muss auch nicht immer eine Fatwa geben. Man kann ja auch sagen, okay, es gibt zum Beispiel die und die Meinung. Und ich gebe selbst keine Fatwa. Ich lege nur die Meinung da. Das ist was anderes. Aber eine richtige Fatwa zu geben, einfach so, auf diese Schnelle, unüberlegt, das gehört nicht zu den Eigenschaften der Ulama al-Akhira, der Gelehrten des Jenseits. Vor solchen Menschen muss ich mich in Acht nehmen. Dann, ebenfalls, achso, und er gibt jetzt Beispiele, das ist nochmal wichtig, dass wir das auch sehen. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَتَدَافَعُونَ الْفَتْوَى حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْأَوَّلِ Allahu Akbar. Die Sahabe, radwanullahi alayhi, die ersten Generationen, die Salaf, was haben sie gemacht? Wenn jemand ihnen eine Frage gestellt hat, was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, nicht ich beantworte sie, ich bin der Sheikhul Islam, sondern geh mal lieber zu dem anderen und frag ihn. Und dann hat derjenige, zu dem man geschickt wurde, gesagt, nee, geh mal wieder zu dem Gelehrten. Und das ging dann so weiter, bis es dann wieder beim ersten Gelehrten war. Subhanallah. Keiner wollte die Antwort geben. Keiner wollte eine Antwort geben. Sie haben Angst gehabt, eine falsche Antwort zu geben. Und Abdurrahman ibn Abi Layla, er sagt, أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. الله أكبر. Ich habe in dieser Moschee, ich weiß nicht genau welche Moschee, ich glaube er meinte im Masjid Nabawi, bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich im Masjid Nabawi, weil da waren die meisten Sahabe. Er sagt, ich habe in dieser Moschee 120 Sahabis erlebt. 120 Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Keiner von ihnen wurde nach einem Hadith befragt oder nach einer Fatwa, außer dass er sich gewünscht hat, dass sein Bruder für ihn diese Aufgabe übernimmt, die Frage zu beantworten. Subhanallah. Sich gewünscht, komm bitte, mach du das mal, ich will nicht. So sollte die Einstellung eines Muslims sein. Angst, was Falsches sagen zu können, was keine Kleinigkeit ist. Und dann die letzte Eigenschaft, die er erwähnt in Bezug auf die Eigenschaften und die Etiketten und Verhaltensweisen von Gelehrten ist أن يكون ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوسواس. Und das, womit sie sich am meisten beschäftigen, sind die Dinge, das Wissen über die Taten, welche das Herz kaputt machen und das Herz verhärten und dazu führen, dass man die ganze Zeit Einflüsterungen hat. فَإِنَّ صُوَرَ الْأَعْمَالِ قَرِيبَةٌ سَهْلَ Weil die äußeren Handlungen sind leicht, kann jeder lernen. وَإِنَّمَا التَّعَبُ فِي تَصْفِيَتِهَا Das wirklich Schwierige ist, dass ich das reinhalte. Und dass, wenn ich etwas mache, es richtig mache. Subhanallah. Das sind die Eigenschaften, was? Das sind die Eigenschaften der Gelehrten, über die er hier gesprochen hat. Und Subhanallah, das sind so wichtige Dinge, die wir daraus lernen können. Und die er uns hier mit auf den Weg gibt. Und die wir auch ebenfalls als Nichtgelehrte beherzigen sollten und auch dann davon profitieren sollten. Er spricht jetzt auch noch, und das mache ich ganz kurz, insha'Allah ta'ala, darüber, wie ein Lehrer jetzt sozusagen versuchen sollte, dann auch das Wissen zu lehren. Und es ist auch ebenfalls sehr wichtig. Man könnte wirklich über jede dieser Sachen einen einzelnen Vortrag machen, aber wir müssen vorankommen, inshallah ta'ala. Und zwar sagt er, ja, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt hier auch extra hervorheben möchte, ist erst einmal, dass er das für Allah macht, natürlich, das ist die Grundlage. Und dann, أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله. Und dass er auch ganz genau schaut, sozusagen, derjenige, der von mir lernt, der Schüler, ja, wie gut versteht er? Und wie viel kann er davon aufnehmen? فَلَا يُلْقِي إِلَيْهِ مَا لَا يُدْرِكُهُ فَهْمُهُ وَلَا يُحِيطُ بِهِ عَقْلُهُ Und er sollte ihm nicht etwas beibringen, was er noch gar nicht versteht und was er noch gar nicht verinnerlichen kann. Und das ist so wichtig, meine lieben Geschwister. Gerade in Zeiten von YouTube
und der sozialen Netzwerke. Was geschieht leider Gottes auf vielen YouTube-Kanälen? Und zwar die Prediger, sie sprechen teilweise über Dinge, welche die einfachen Muslime überhaupt nicht nachvollziehen können. Und sie führen Debatten, welche der einfache Zuhörer gar nicht verstehen kann. Beispiel. Ich gebe euch Beispiel, damit es klar wird, inshallah. Sie sprechen beispielsweise über schwierige Themen innerhalb der islamischen Theologie, der Akide. Als Beispiel über das Thema des Ta'wil, das Sifatullah. Das heißt, muss man die Wesenseigenschaften Allahs uminterpretieren oder nicht? Als Beispiel. Und fangen dann an, über eine andere Gruppe dann die ganze Zeit herzuziehen. Weiß ich nicht. Der Salafi sagt dann, die Ash'ari sind keine Ahl Sunnah wa Jama'ah. Der Ash'ari sagt, die Salafi sind keine Ahl Sunnah wa Jama'ah. Und sie kommen dann und sprechen dann und debattieren. Und das Ganze, die ganzen Vorträge drehen sich immer nur darum. Ganze Debatten. Und derjenige, der zuhört, der weiß weder, was ein Ash'ari ist, noch was ein Maturidi ist, noch was überhaupt Ta'wil bedeutet, noch warum das überhaupt entstanden ist, Ta'wil, etc. Er überfordert die Zuhörer mit Dingen, die sie gar nicht verstehen. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass diese einfachen Zuhörer sich radikalisieren. Er hört etwas von seinem Lehrer, seinem Prediger, der immer wieder zuhört, was er gar nicht verstanden hat, und sagte, ja, alle Ash'aris sind alles keine Ahl Sunnah Jama'ah und da darf man nicht beten und das ist ein Mubtadi' und weiß ich nicht was. Der kapiert überhaupt nicht, worum es geht. Das führt zu was? Das führt zu Radikalisierung. Und deswegen ganz wichtig, khatibun nas ala qadri uqulihim. Redet mit den Leuten über Dinge, die sie verstehen. Atuhibbuna an yukadhdhaba Allah wa rasuluhu? Oder wollt ihr etwa, dass Allah und sein Gesandter verleugnet werden? Sallallahu alaihi wasallam. Weil die Leute das nicht verstehen? Und davor muss ich mich als Lehrer, der etwas lehrt und der etwas unterrichtet, immer in Acht nehmen. Und dann sagt er ebenfalls, zu den wichtigsten Voraussetzungen für einen Lehrer gehört, dass er das Wissen, was er unterrichtet, auch selbst praktiziert. Und er zitiert dann die Worte Allahs: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Gebietet er etwa den Menschen Frömmigkeit und vergesst euch selbst, obwohl ihr das Buch rezitiert, habt ihr dann keinen Verstand. Wir sind jetzt, Alhamdulillah, eigentlich so gut hier am Ende dieses Kapitels angekommen. Aus zeitlichen Gründen beende ich jetzt hier, inshallah, oder werden wir nächste Woche dann mit dem nächsten Kapitel beginnen. Und zwar Tahara, das heißt die Reinheit. Wir werden noch ganz kurz sozusagen diesen letzten Abschnitt dann nächste Woche noch aufnehmen, inshallah, von diesem Kapitel des Wissens. Aber grundsätzlich, inshallah, werden wir nächste Woche dann anfangen mit dem Kapitel At-Tahara, die Reinheit. Mubarak wa fikum, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khair.